Richtung Lagerhaus. Hinten das Lagerhaus. Jedenfalls ist er ein Sklave. Er trägt Fußeisen. Der entkommt uns also ohne Hände. Was für ein Spaß. Klingt ein bisschen sehr behindert. Trinken wir noch einen und denken. Gibt's da einen aus? Ich bin arbeitslos. So sieht's doch aus. So. Muss jetzt woanders hin. Ja, es ist schon. Ich wollte nur noch kurz. Achso, tut mir leid, ich wollte eigentlich die beiden noch mal ganz kurz dafür bestrafen. Und ein bisschen verarzten. So, das passiert mit Leuten, die mit Sklaven handeln. So. Ach ja, wenn man das damals so einfach gekonnt hätte. Sklavenhändler einfach in die Fresse hauen. Und weiterlaufen. Ging immer. Wenn der Assassine war, auf jeden Fall, ja. Belauschen. Und dann so kommst du nur so, sie haben 10 Sekunden Zeit, um zur nächsten Belauschung zu kommen. Das schaffe ich. Mann, schneller. Wozu denn? Ich weiß es nicht, um ein Exempel zu statuieren oder so. Was hat er denn getan? Muss er denn etwas getan haben? Manchmal braucht man einfach ein abschreckendes Beispiel. Das ist mein wahres Wort. Voll der King hier über ihn, hä? Und wie tät der alle und dann Rock gucken? Ja, ja. Lausch unterbrochen. Na komm, lauf weiter. Tja, ich dachte, ich komme darüber, aber auch nicht schlimm. Verfolgt man uns? Wir müssen die anderen warnen. Das hasse ich, genau jetzt. Nein, hör auf! Oh, ich hasse sowas, ey. Aber jetzt auf gleich jemanden jagen zu müssen, das ist so zum Kotzen. Ach. Ach, fangen! Ja. Du hättest jetzt auch umgebracht, oder? Na nee, steht der Fang da. Ja, ja, nur nicht zugeben, ne? Wie fange ich den? Oh mein Gott, ey, die Tastenkombis. Okay, mit E. Du hast die Informationen, die ich brauche. Nein. Ich habe von euch gehört, Assassinen, tu mir nichts. Ich will nur wissen, wo dieser Sklave ist. Weißt du von jemand, der festgehalten wird? So ganz speziell. Bitte. Lass mich leben! Mein Weib und meine Kinder! Dann komm schon! Raus damit! Sucht bei der Windmühle! Da warst du doch vorhin schon! War das so schwer? Ich dachte, der dreht sich jetzt um und haut ihm noch irgendwas rein. Ich dachte, der Typ steht auf und versucht ihn anzugreifen. Tja. Nee, das ist dumm. Alter, der hat Frauen, Kinder. Naja, mit so einem Mann ist die Frau bestimmt nicht glücklich gewesen. Damals war das noch schön. Hm, total. So. Weil ich die Rotröcke aus Assassin's Creed, ich weiß nicht, ich bring die irgendwie... Ich bring die irgendwie um, weil ich die aus Assassin's Creed 3 nicht leiden kann. Und die sehen genauso aus. Das ist eigentlich der einzigste Grund, warum ich die umbringe. Und weil es Spaß macht. Leute umzubringen macht Spaß bei Assassin's Creed, ja? Weil es immer geil aussieht. Also, meine lieben Kinder, nicht in der Wirklichkeit, weil das sieht nicht geil aus.
Das ist die Begründung, warum man keine Menschen töten soll. Das sieht einfach nicht geil aus. Schubst ihn runter. Wieso schubst ihn nicht runter? Tu ich doch. Nimm ihn mit nach Hause. Hey! Souvenir! Kuschelt hier. Das ist wieder so ein Scharfschütze. Ein Scharfschütze. Huch. So. Ja, gut, super festgehalten, mein Lieber. Ach, geht das? Ja, klar. Also bei dem ist das gerade nicht. Aber sonst geht's normalerweise. Ich dachte, du kriegst ihn um. Ja, ich dachte gerade, das ist ein Feind. Das sah auch so leicht rötlich aus. Bin ich ja sehr froh, dass der das nicht macht. Oh, mein Junge. Ey, manchmal finde ich die Steuerung echt beschissen noch. Hier zum Beispiel. Ja, jetzt geht er runter, klasse. Dass du wirklich so ganz genau dann angeben musst, wo du lang willst. Das muss der 90 Grad Winkel sein. Das ist ein bisschen doof, doof noch, aber naja. Ist die Rauchwolke. Nicht mal nachladen. Ich hab zwei. So. So. Dann auf zur Mission. Lalala. Muss ich jetzt eigentlich zu der Mission oder muss ich zum zu irgendeinem Templarzeichen? Zur Mission. Jetzt lade ich nach. Na, was ist? Komm, greif zu zweit an. Ich will mal wieder mal doppelt einfach sehen. Ist ja langweilig hier. Der hier macht überhaupt nichts. Der mit der Mütze da. Ja. Da vorne. Der macht gar nichts. Das ist bestimmt so ein Auszubildender. Azubi. Oh. Siehst du, der hat den coolsten Move gemacht. Den habe ich aber überhaupt nicht gerechnet jetzt. Na, siehst du? Das ist auch so ein Assassine. Dann halt nicht. Das war dafür und jetzt noch zum Beschluss. Der hier. Dazu noch ein neuer dazu gesellt. Ey, das sah wirklich richtig böse aus. So, was kann man denn verkaufen? Alles. Fracht verkaufen, rumverkaufen, bestätigen. 5000, Alter, so viel Rum haben wir gehabt. Krasse Schokolade. Metall haben wir nicht. Zucker. Zucker. Boah, alter Schwede, haben wir viel Zucker und Rum, ey. Ah, das ist von dem großen Schiff wahrscheinlich noch. Wir haben ja so ein großes Schiff geblendet gehabt. Alter, wie viel Zeug. Jagdbeute kaufen, würde ich gerne. Jackto Upgrade. 11.000, kann ich nicht kaufen, habe ich kein Metall mehr. Stärke des Rammsporns, Stärke der Rundkugeln, Stärke der Kettengeschosse, Mörser, Stärke der Drehbasen. Du hast keine Mörser? Ich kaufe mal Stärke der Drehbasen, kostet nur 700. Wieso kaufst du da keine Mörser? Doch, ich habe Mörser. Aber ich nutze... Hier habe ich Mörser. Hier habe ich noch nicht genutzt. Stärke der Rundkugeln muss ich mal einstellen. Bestätigen. Nochmal Stärke der Rundkugeln. Ich gehe immer danach, was ich halt am meisten in der Schlacht benutze, weißt du wie? So. Na, Mörser sind noch aus. Kettengeschlosse nehme ich manchmal. Ja, die Mörser habe ich noch nie benutzt. Ich weiß gar nicht, wie die zu aktivieren gehen, wenn die, wie jetzt, wo ich so drüber nachdenke. So, Rammsporn nochmal benutzen. Rammsporn nochmal benutzen. Das sind einige Upgrades, ne? Die ich gerade mache. Nicht schlecht. Mörser habe ich jetzt voll aufgebaut. Nee, ach nee, hier, ach so. Kann Jagdkanon? Was ist ein Jagdkanon? Für große Feuerkraft. Ach, das sind die Dinger. Ach so, ach so. Jetzt habe ich aber nur noch 300 Dollar. Yeah. Boah, jetzt habe ich das Update aber gesehen. Hast du vorhin den Rammsporn gesehen? Ja, ja. Übelst krass. Boah, geil.
Ich habe aber gehofft, dass das Schiff so bleibt, wie es ist, weil ich finde diesen Raumschiff ziemlich hässlich eigentlich. Es geht. Ach, da muss ich hin. Also muss ich doch wieder zu dem Ding zurück und nicht zu dem Zeichen. Einfach auf dem Weg mal hinweg mitgenommen. Ja. Schade ist, dass die respawnen. Ich fände es cool, wenn die dann wirklich irgendwann gar keine Leute mehr hätten. Der würde sich nämlich sogar lohnen, die Typen platt zu machen. Es lohnt sich immer, böse kalt zu machen. Die sind ja nicht böse. Noch nicht zumindest. Doch gibt's keine Bösen. Ich glaube, wenn der Pistole zückt. Lalalala. Nichts passiert. Vor allem läuft er durch die Gegend. Es wurden heute wieder 30 Leute umgebracht. Alles klar, okay, sehr schön. Du redest zu wenig, du bist ja sonst nicht so schüchtern. Ja, ich beobachte hier den Spielverlauf. Schön, wie. Ich finde es auch zu geil, wie der zweite zuguckt, der hätte so viel Zeit gehabt zu reagieren jetzt, ne? Und der ist geschockt gewesen, der kann doch nichts dafür. Ach ich hätte den eine draufgehauen und wisse. Genau, du würdest übelst abgehen. Ja, ja, sowieso gegen Assassin ab. Kein Ding. Auch von gegen diesen muskelbepackten Schwarzen hier, weil ich hätte die Chance der Welt, ey. Hat der einen Bart? Ich habe euren Mann. Und ich weiß, wo seine Brüder sind. Helft mir, sie zu retten. Nein, komm. Meine Schuld ist beglichen. Die Belange von Sklaven gehen mich nichts an. Ich bezweifle, dass ein Templer dahinter steckt. Die Assassinen gehen alle Belange der Freiheit an. Wie ist euer Preis? Was? Männer ohne Prinzipien sind meist nur auf Geld aus. Wie viel benötigt ihr? Ich suche einen Schlüssel. Gehört zu einem Satz, den ich den Templern stehle. Die Templerschlüssel? Ich dachte, die wurden zerstört. Dann bin ich nicht der Einzige, der von ihnen weiß. Wenn wir ihn finden, gehört er euch. Abgemacht. Holen wir eure Freunde. Das war ein einfacher Deal. Ja. Siehst du, das meine ich. Er ist momentan einfach noch so auf Geld fixiert, der die Typ. Die Schwenker und Huren, die ihr Freunde nennt, könnten jetzt helfen. Keine Angst, die brauche ich nicht. Wo ist der? Was macht der? Da knallt ihr ab. Nee, ich meine, der Typ hier, der in dem Wagen liegt. Ach so. Ich habe mich schon gewundert, worauf er geschossen hat. Getränke und Huren können euch jetzt helfen. Naja, sind's ja. Ach so, da. Befreien. Ach so. Der ist schon befreit. Vielen Dank. Schnell, in mein Büro. In mein Büro. Übelst geil. Da ein Büro. Ah, okay, drei Sklaven. Okay, jetzt habe ich die Mission gerafft. Ich bin einfach drauf losgerannt. Ach, ist das der Typ hier, Antor? Antor heißt der Typ, ja. Antor. Antor, Antor. Eine geile Befreiungsaktion hier. Der Typ ist nicht mal da und ist schon tot, ey. Das war ein Giftfeuer. Endlich. Geh zum Büro. Das war ein klares Wort. So, jetzt noch schnell. Der Typ ist übrigens hinter mir so, hey, wir müssen uns beeilen. Ja, warte erstmal, Junge. Erstmal schnell nachladen. Aber übrigens geil, da war schon die Hälfte tot, bevor sie registriert haben, was los war. Naja, also die ersten zwei, es ging ja einfach, hast einfach nur abgeschossen. Kann man mal, was habe ich noch? Münzen habe ich. Soll ich mal ein bisschen mit Pfeilen arbeiten? Kannst du mit Huren arbeiten. Ich arbeite, das mache ich privat dann. Wir müssen vorsichtig vorgehen, das Gebiet wird gut bewacht werden. Wir wissen, wie es geht. In Position. Hey, hier drüben. Vor allem, der steht da und du. Aua. Vor allem, dass die Schlafpfeile auch immer so schnell wirken. Ja, so ein Schlafpfeil wirkt richtig schnell. Jetzt guck mal an, was du reinmachst. Oh, das geht wirklich richtig extrem schnell. Die zwei dort haben nicht mal was gerafft. Boah, es geht jetzt. Ich glaube, die Mission beendet. Wohin als nächstes? Das muss reichen für eine Nacht. Oder findet ihr Geschmack daran?
Das war's? Kein Templer? Was mit dem Schlüssel? Der Templer hat sich nicht gezeigt. Ihr bekommt den Schlüssel nächstes Mal. Nein, Anto, es gibt kein nächstes Mal. Wenn ihr euer Gewissen entdeckt oder zugeben, sehr ihr den Schlüssel wollt, gibt es ein nächstes Mal. Templerjagd abgeschlossen. Mission 2. Ach so, das sind mehr. Ach so, es gibt jede dieser Assassinen-Missionen ist also nochmal extra in Mission untergliedert. Ach du Scheiße, hast du 12 Missionen und jede dieser 12 Missionen hat nochmal Untermissionen. Ist doch cool. Und das sind nur Nebenmissionen. Da gibt's noch 1000 andere Nebenmissionen. Ist hier noch eine Templer-Mission? Ich mach die echt ziemlich gerne. Da, oh. Auf dem Meer. Nee, ist keine Templer-Mission. Nee, da. Ah ne, Templer-Mission, okay. Ja, das sind die, wo, da ist dieses Assassin. Ach doch, da. Na, das meinte ich doch. Aber das ist nicht mehr, das ist nur unentdeckt. Das habe ich total übersehen. Ja, ich habe auch was gedacht, dass das Meer ist, aber das ist nur... Warte, ich kann es mal zeigen. Hier, dies, das hier, was so gestrichelt ist, also, das ist kein Meer und das hier hinten ist Meer. So. Ich habe auch was gedacht, dass das Meer ist. Das hat mich immer... Oh nee, warum soll ich die ganze Zeit auf dem Meer kämpfen? Weil Meer ist zwar schön, aber ab und irgendwann nervt es dann auch. Deswegen finde ich es auch sehr geil, dass die da auch Schnellreisen eingebaut haben auf dem Meer. Das heißt, du musst gar nicht übers Meer, wenn du nicht möchtest. Nee, das finde ich auch besser so.